Hi Leute und herzlich willkommen beim Neeburn FIFA TV. Und wie ihr schon links oben seht, haben wir heute eine Karriere mit dem FC St. Pauli. Ein Update-Video, und zwar sind wir 2016, 30. Januar 2016. Und genau, ja, wir haben hier jetzt gerade nicht so die beste Karriere erwischt. Also letzte Saison waren wir noch Tabellenvierter und jetzt sind wir irgendwie ganz weit hinten. Ziemlich dumm, hier seht ihr mein Team, so das ist jetzt nicht die ganze Mannschaft, weil eigentlich die meisten verletzt sind da unten. Hier sehen wir es mit Gatt, Rebic, ja, mit Saar ist einer ein Stammspieler gesperrt. Und ja, ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt gekündigt werde, mache ich jetzt einfach hier mal das Update wieder zwischendrin. Und wie ihr schon seht, haben wir hier im Tor Odysseas Flachodimos oder so. Das Stammtorwart ist halt jetzt nicht so der Beste, aber ja, hat nicht so viel gekostet. Dann der zweite Tor, den kann man eigentlich vergessen. Aber ich brauchte eigentlich einfach ein zweites Tor, weil ich habe die anderen einfach alle verkauft. Und ja, genau. Dann habe ich Philipp Ziereis. Den lasse ich eigentlich die ganze Zeit spielen. Ja. Dann Cedric Djegue. Ja, hat sich nicht gesteigert. Genau. Dominik Heinz. Ist ziemlich gut. Habe ich mir billig geholt von Kaiserslautern und ja, spielt ja echt bei Köln, ist ganz gut. Dann haben wir hier Senster Gingan oder so. Ist eigentlich auch richtig gut gestiegen, habe ich eigentlich fast nicht spielen lassen. Dann Marian Saar, sehr großes Potenzial, ja. Ist eigentlich bei mir Stamm-Linksverteidiger, weil er Innenverteidiger und Linksverteidiger spielen kann. Dann das Backup von ihm, Marcel Halstenberg, ja. Dann Julian Weigel, ja, spielt bei mir im zentral defensiven Mittelfeld. Ja. Dann Tom Tribul sitzt meistens auf der Bank, hat 10 Einsätze, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, ist nicht so gestiegen. Dann Enes Alushi, den hatte ich ausgeliehen. Nach dem Vertragsende wechselt er zu Nürnberg. Und ja, genau. Lennart T. Hat eigentlich ziemlich viele Einsätze bekommen. Ich habe ja durchsimuliert. Und hat eigentlich auch richtig die guten Werte, ist 23 und ja, den müsste ich jetzt eigentlich mal öfter spielen lassen. Erst recht, wenn das dann oben, da habe ich gleich noch was dazu zu erzählen mit dem, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber machen wir mal weiter, Dennis Rosen, ja genau. Joshua Gatt habe ich mir ablösefrei geholt, ist eigentlich richtig gut, ja. Spezialbewegungen hat er auch 4 Sterne. Ist eigentlich richtig gut, hat nur 12 Einsätze. Keine Ahnung warum. Ja, ich finde ihn gut. Der ja, kann ich für Geld wegkriegen. Und ja, ist zwar, die sind zwar alle in schlechter Form, aber wo kann all die Adlin Kurt, Choi oder so, ja, alle nur Backups. Dann Thomas Pledel, 5 Einsätze. Habe ich mir eigentlich als Stammspieler geholt. Genau. Genau, Sebastian Mayer, den meinte ich. Genau, der ist eigentlich auf der Position, wo ich vorhin T angesprochen hatte. Oder was Tribul? Keine Ahnung. Ja, aber der will jetzt seinen Vertrag nicht verlängern. Das habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen. Und muss mal schauen. Genau, Daniel Shima Chukwu. Auch ablösefrei vom Molde FK gekommen. Ist mein Backup-Stürmer. Und ja, denke ich, ist ganz okay mit 1,1 Millionen Euro. 1,1 Millionen Euro. So. Beschleunigung, auch richtig gut. Sprungkraft 85, ja. Dann Josef Paulsen habe ich mir richtig billig geholt. Der wollte nämlich weg, eigentlich ziemlich billig. 1,9 Millionen hat Radkowski Marktwert. Und 3 Millionen dazu, also es sind ja 4,9 Millionen. Also knappe 5 Millionen für den Spieler. Hat aber noch nicht so gute Leistungen gezeigt. Dann Ilas Bebu. Ja, ist eigentlich nur Back, aber 2 Einsätze in dieser Saison hat er mehr. Dann Harry Kane hat nur 1,7 Millionen Euro gekostet. Ist eigentlich übel cool. Übel cool. Ja, ist richtig cool. Hat nur 3 Sterne Spezialbewegung. Aber er ist ja auch ein Stürmer, er soll ja eigentlich auch die Tore machen. Und ja, dafür ist er gut. Und bei St. Pauli mal so einen Harry Kane zu haben, ist ganz cool. Ante Rebic. Habe ich mir jetzt auch erst geholt. Übel billig eigentlich dafür.
hat jetzt sein, was er gekostet hat, ist er auf jeden Fall mit seinem Marktwert schon wieder aufgebessert. Ja, das war's eigentlich. Hier gehe ich nochmal durch. Aber ja, ich habe eine ganz, ganz kleine Mannschaft. Lass mal nachschauen. Ich glaube, ich habe voll wenig Spieler. Ja, ich habe 23 Spieler, womöglich 42. Normalerweise habe ich immer viel zu viele Spieler, dass ich keine neuen verpflichten kann. Aber hier habe ich einfach das Geld nicht, um neue Spieler zu verpflichten. Enes Ünal wollte ich, hat jetzt Hamburg geholt. Ja, ist halt so. Und hier seht ihr, wir sind halt im Moment 15. Und da Kaufmann hat 47 Punkte, wir haben 19 Punkte. Also ist es schon bitter dafür, dass wir in der letzten Saison knapp die Relegation verpasst haben. Aber was wollen wir in der zweiten Bundesliga? Erstmal sollen die Spieler älter werden, besser werden und dann steigen wir schon auf. Ich hoffe mal, dass ich nicht gefeuert werde, bevor das passiert. Und ja, wir haben jetzt auch Verletzungspech und mit unseren Stammspielern. Und ich glaube, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch den Daumen nach oben, da unten. Ja, genau. Abonniert mich, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid und die neuesten Videos sehen könnt. Und genau, schreibt mir in die Kommentare, mit welchem Team ihr als nächstes ein Update-Video sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, bald kommt noch Bayern-Update-Video 2000, keine Ahnung was raus. Und ja, bis dann. Ciao.